Hallo und herzlich willkommen zurück bei Palia. Ja, ich muss mal eben schauen. Ich habe Gold erhalten und war jetzt auch ja, gut eine Stunde nicht da. Also gehe ich davon aus, ja, das sieht gut aus, dass hier die Sachen fertig sind. Ich habe nämlich genau die Anzahl der Barren rausbekommen, der Palium-Barren, die ich wohl benötige, wenn ich das richtig gesehen habe. Übrigens, ich wollte noch mal eine kleine Ergänzung zu dem machen, was ich am Ende der letzten Folge gesagt habe. Ich hatte ja eigentlich gedacht, dass wir fünf Holz für einen, ja nicht Barren, für ein Brett brauchen. Aber das ist nur in der Schmiede so gewesen, dass wir immer fünf von den Erzen brauchen, um einen Barren herzustellen. Beziehungsweise bei Keramik und bei Steinziegel ist es etwas weniger. Wahrscheinlich, damit man am Anfang ein bisschen besser durchkommt. Aber bei den restlichen ist es halt wirklich so, dass wir immer fünf brauchen. So, was auch noch gewesen ist, genau, hätte ich fast vergessen. Ich habe ja mein Beet noch mal so ein bisschen umgepflügt. Und dabei habe ich diese Vogelmaske hier entdeckt. Und habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Da steht jetzt nur, das ist ein Questgegenstand, kann ich verkauft werden, was immer gut ist, wenn es ein Questgegenstand ist. Und eine Maske, die wie ein Vogel aussieht. Ich weiß es natürlich nicht. Ich vermute, dass die was mit dem zu tun hat, was die, an dessen Namen ich mich jetzt nicht erinnern konnte und wieder nicht kann, die Bibliothekarin auf jeden Fall, was die mir erzählt hatte. Der hat ja irgendwas auch von einem silbernen Vogel gesagt. Genau, silberner Vogel war das. Und ich hoffe, dass das jetzt damit zusammenhängt. Aber ich würde jetzt noch mal eben gucken, ob wir jetzt endlich mit E, ne, endlich das Letzte machen können. Das war der Schreibtisch, meine ich. Das war das mit der Glühbirne. Ich gucke zur Sicherheit noch mal eben nach. Schreibtisch, genau. Dann stellen wir den noch mal schnell her und haben dann wieder keine Bretter mehr fast. Aber immerhin weiß ich jetzt, wo ich die jetzt herkriegen kann. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Da habe ich ja schon in der letzten Folge drüber gesprochen, dass das jetzt ein richtig geiler Unterschied ist. Sei gegrüßt, Gameplayerin. Ach, von Delilah. Ah, sehr schön. Ich wollte dir nur sagen, dass ich all deine harte Arbeit schätze, mir beim Beschaffen des Düngers zu helfen, damit ich die besten Beeren überhaupt für meine Marmelade anbauen konnte. Hallo, ich habe deine Beeren angebaut, ja? Ich hatte ein paar übrig und dachte, ich mache dir etwas Süßes zum Dank, dass du so ein Schatz bist. Ja, wunderbar. Wir haben einen Blaubeerkuchen. Das ist jetzt eine Verarsche. Ich weiß nicht, wer von euch sich daran erinnern kann. Aber ich habe endlos lange dafür gebraucht, diesen blöden Blaubeerkuchen herzustellen, um den bei einer Quest abzugeben. Und jetzt kriege ich von ihr einen kostenlosen Blaubeerkuchen. Ihr wollt mich doch veräppeln, Leute. Das ist doch unfair. Oh Gott, ja, ich habe ja keinen Platz mehr, die Sachen jetzt noch reinzutun. Ich schau mal eben. Das sieht so komisch aus mit dem Weißen. Was ist denn das? Ja, das war nur ein Grafikfehler. Ich dachte gerade schon. Na gut, okay. Die darf ich jetzt schon wieder gießen, weil ich ja jetzt halt wieder weg war. Aber das mache ich jetzt nicht. Wir gucken mal wegen der Quest. Mal schauen, ob Tisch überhaupt noch wach ist. Weil wir haben ja jetzt 10 Uhr abends. PM ist ja nachmittags, also sprich in dem Fall abends. Ich habe ehrlich gesagt eben jetzt AM gelesen. Also sprich, ich habe gedacht, es wäre morgens. Deswegen war das für mich eigentlich kein Thema. Ah, Moment, sie ist aber da. Und sogar Hassian ist hier. Moment, Moment, Moment. Mit dir kann ich jetzt leider nicht reden zum Leveln. Oh, dich habe ich aber lange nicht mehr gesehen. Mit dir muss ich mal eben schnell reden. Wie aufregend. Ja, tut mir leid, ich muss dich jetzt hier mal eben so ein bisschen. Oh, sprich mit Gina über die Maske, die du gefunden hast. Ah! Ah! Okay. Das habe ich jetzt erst gesehen. Oder hat er mir das jetzt? Ich habe es jetzt gar nicht mitbekommen. Musste mal mit ihm erstmal sprechen. Ich muss mir das nur meine Aufnahme angucken. Wo laufe ich denn jetzt hin? Moment, wo ist sie denn jetzt? Hallo, Tisch, lauf doch nicht weg. Ach, da hinten. Ich muss doch noch meine Quest abgeben, nicht weglaufen. Always nice to see you around. Tut mir leid, ich habe dich gar nicht gesehen. Ich war völlig in Gedanken verloren, wie ich mein Foyer neu gestalten soll. Ich habe dein Zeugs hier gemacht. Ah, und plötzlich redet sie wieder Englisch mit mir. Was für eine tolle Sache. Irgendwas mit, wenn sie und Rev Kinder waren.
Haben die Eltern irgendeine Story erzählt, wegen Spielzeugen und verletzten Menschen? Okay, jetzt wird es irgendwie seltsam. The Republic founded the order to take Flo away. Also es hat anscheinend was, aber wieso Flo? Flo sind doch die Bäume, oder nicht? Obwohl, ja gut, es sieht so aus, als wären es magische Bäume. Dann könnte ich das mit dem Flo wieder übersetzen. Also, die haben quasi dafür gesorgt, dass das unterbunden wird, weil das wohl Menschen verletzt hat. Was auch immer, also dieses Magische. Und, wollten halt dafür sorgen, dass nicht noch jemand verletzt wird. Nein, halt, nicht weglaufen. Ich rede doch gerade mit dir. Hallo? Willst du mich hier veräppeln? Genau, da war ich doch gerade. Warum sollte ich dann hier was aussuchen? Das verstehe ich nicht. Nee, jetzt kann ich was aussuchen. Genau, das hört sich sehr streng an, alles einfach wegzumachen. Aber sie denkt, dass... Oh, haben wir die Sachen bekommen? Oder haben wir jetzt nur die... Oh, sag mir bitte, dass wir die Sachen bekommen haben, die wir jetzt hergestellt haben. Das wäre nämlich cool. Sie bedankt sich dann nochmal dafür, dass ich die Sachen herstelle. Ich weiß nicht, ob Ref dir das dir gegenüber schon einmal erwähnen konnte. Aber er weiß eure Freundschaft wirklich zu schätzen. Die meisten Leute hier sind nicht besonders nett zu ihm, da er von seinem Weg abgekommen ist. Was heißt vom Weg abgekommen? Ich meine, er macht doch das, was ihm Spaß macht. Also ist er ja voll auf seinem Weg drauf eigentlich. Ich glaube, es gefällt ihm sehr, dass du ihn genauso siehst wie ich. Ja. Geht's ihm gut? Keine Ahnung, ob es ihm gut geht. ich bin sicher, dass es ihm bald wieder gut geht, quasi. Nee. Jetzt ist sie schon wieder weg. Jetzt kann ich es nicht mehr nachgucken. Egal. Gina. Gina ist da oben. Mit ihr müssen wir noch sprechen, weil ich hoffe, sie kann uns was sagen, wodurch wir dann wieder weiterkommen in der Quest. So, Hekla, mit dir muss ich nur mal eben zwischendurch plaudern, aber es ist immer so schlimm und so langfristig dann mit ihr da irgendwas zu machen. Weil Hekla eigentlich immer mit Gina unterwegs ist, aber komischerweise habe ich Gina öfter angeklickt als Hekla. Ich weiß auch nicht, warum. Kann ich dir helfen? Ja, ich plaudere noch mal kurz mit dir. So, Moment. Ich habe das hier in meinem Garten gefunden. Oh, das sieht wie eine Maske aus dem Zeitalter der Menschen aus. Sieht so aus, als sollte sie einen Vogel darstellen. Echt? Vielleicht den Phönix? Hat wohl irgendwas Religiöses... kann auch nicht mehr reden. Hat wohl irgendwas Religiöses an sich? Ich soll mich nach mehr Masken umsehen, die in menschlichen religiösen Zeremonien genutzt wurden. Okay. Deine Bestellung wurde serviert. Hä? Was für eine Bestellung? Esche möchte, dass die Begrüßungsparty des Sehers, was für ein Seher, das Ereignis der Saison wird. Und sie hat Ref für etwas weggeschleppt. Zeit herauszufinden, was... Hä? Wann habe ich die Quest denn bekommen? Ich weiß es nicht. Irgendwie ist die so reingeschmuggelt worden. Ich weiß es nicht. Bringe Gina noch eine Maske. Ich denke mal, dass die jetzt nicht angezeigt werden, wo noch Masken sind. Nee. Ich habe die aber beim Buddeln erhalten. Muss ich jetzt meinen Garten umgraben oder muss ich welche finden? Ich meine, wir haben ja jetzt sowieso fast Mitternacht. Moment, Ref ist jetzt... Ah nee, Ref ist wach, ne? Der ist da bestimmt... Er ist nämlich hier drauf nicht zu sehen, dass er schläft. Ich guck mal wegen Ref, ob ich den in seinem Geheimversteck finde. Ich glaube, hier müsste das eigentlich... Obwohl... Nee, warte mal. Da stand er aber nicht unten. Er stand, glaube ich, nur in dem Versteck von Zeki nachts, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich gehe mal hier rein. Wo war denn das? Hier, genau. Ziehe das lose Buch heraus. Hallo. Hi. Wie viele Leute stehen denn hier bitte? So, Moment. Hier ist Zeki. Mit dir müssen wir uns auch noch kurz plaudern. Fällt mir gerade ein. Was ist mit Ref? Er
ist ein Lieferjunge. Escher hat ihn weggenommen. Ja, das stand ja jetzt schon in meiner Übersicht da drin. Hä? Also soll ich quasi den Job übernehmen? Danke, aber nein, danke. Ja, was meint er damit, dass ich seinen Job nehmen soll, als Lieferjunge machen soll? Oder dass ich jetzt nur einmalig einspringen soll? Kannst du mich in Fisch bezahlen? How much coin are we talking? Ja, genau. Fragen wir mal. Wäre toll. Wie viel hat er ihm dann gezahlt? Gar nichts. Ja, geil. Was ist das denn für ein Idiot? Hast du Ref irgendwo gesehen? Der Junge schuldet mir eine Lieferung. Oder drei. Okay. Ich verstehe es nicht. Er hat mir doch gerade erzählt, wo Ref eigentlich ist. Aber offenbar ist er jetzt nicht hier. Sprich mit... Ah, Moment. Oder ist er hier? Ah, er ist hier hinten. Wieso fragt er mich denn, ob ich ihn gesehen habe? Das ist ja total unlogisch. Ach, da komme ich ja wieder nicht rein, ne? Oder wie war das? Muss ich mich wieder von hinten anschleichen? Ref! Buh! Hey, Gameplayerin. Soup-Ladle. Was ist ein Ladle? Sitting around? It's trucked into your apron. Was ist apron? Keine Ahnung. Gut. Wir machen mal einfach weiter. Ich verstehe sowieso nichts. Pretty please, the prettiest please. As pretty was... Also er will irgendwas von mir haben. Das weiß ich schon. Das habe ich verstanden. With mine you'll have four. Mit meinen hast du vier. Was denn? Stimmen oder was? Ja, komm. Wir machen mal. We're 10% of the way... Was? Wie? Was? Wozu habe ich jetzt hier gerade zugestimmt? Ich weiß es nicht genau. Wenn die das auf Deutsch machen würden, wüsste ich es wenigstens. Let's get this party started. Was für eine Party? Oh Gott, ja, ich kann dir dabei helfen. Ich weiß nur nicht, worum es geht. You don't know them. Wen kenne ich nicht? Oh, scheiße. Also wir haben Rezepte bekommen, okay? Oh Gott. Ich soll ihm Bescheid geben, wenn ich alle Zutaten habe. Aber ich nehme an, ich brauche keine Zutaten, sondern ich muss die Sachen wohl machen, nehme ich an. Ich bin der beste Sous-Chef. Ja, super. Tisch blüht in letzter Zeit richtig auf. Ich bin mir nicht sicher, was ich tun würde, sollte sie wieder krank werden. Mir wird gerade klar, dass ich nie gefragt habe, ob du Geschwister hast. Nein, ich bin ein Einzelkind. Ja, hast du aber Glück. Manchmal glaube ich, dass alles viel leichter gewesen wäre, wenn ich mich nur um mich selbst hätte kümmern müssen. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich bin mit 9 oder 10 Jahren damals angekommen zu meinen Eltern und habe gesagt, Mama, ich hätte gerne auch einen großen Bruder gehabt. Ich möchte jetzt einen großen Bruder haben. So ungefähr bin ich da angekommen. Und meine Mutter hat mich nur ganz doof angeguckt und hat gesagt, dafür ist es jetzt ein bisschen zu spät. Ich muss ihr leider zustimmen. Ich wollte gerade sagen, öffne den Laden. Da ist nichts Neues gekommen, oder? Fischtacos. Das ist auf jeden Fall neu. Ach nee, die sind dann fertig, ne? Das ist nicht das Rezept, oder? Ah, nee, 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 nee. Irgendein Chapar. Nee, Moment. Verbrauchbar? Das ist gar nicht das Rezept. Doch, das ist das Rezept. Doch, da steht's drüber. Hier oben? Nee, da drüber steht aber auch Rezept. Das verwirrt mich hier doch nicht. Also kaufen wir das auch, weil das ist ein Rezept. So. Und das Rezept ist jetzt auch freigeschaltet und ich habe wieder bald kein Geld mehr. Ich merke das schon. Wir kaufen... Ja, das ist ein sehr teures Rezept. Das kaufen wir uns noch nicht. Ein Kochmarktstand. Oh, cool. Also für die Optik ist das später gar nicht mal so schlecht. Ich habe die aber automatisch erlernt, ne? Genau so war das. Ja. Meine Quest sieht jetzt auch super aus. 0/1, Klammer auf. Was heißt denn das, übersetzt? Steht hier auch nicht drin, keine Ahnung. Esche möchte, dass Ref ein 5-Sterne-Menü für Subiras Ankunft vorbereitet. Wer ist Subira? Hilf ihm, alles zu sammeln, was er braucht und bereite sehr schickes Essen zu. Was ist denn das für ein Deutsch?
Irgendwas mit Austern auf jeden Fall. Also das sind die. Oh Gott, nee, die müssen wir auch noch in Sternqualität machen. Wollt ihr mich veräppeln? Oh Gott. Ja, toll. Und die einzigen Austern, die ich jetzt hatte, habe ich gerade erst verkauft. Super. Danke. Vielen Dank, dass ihr die Quest jetzt bringt. Das ist der Lagerraum. Ach ja. Was ist denn. Ach nee, das war die Schlüssel zum Aufschließen. Das haben wir doch schon mal gemacht, oder? Da waren noch die Briefe drin, meine ich doch. Wieso leuchtet das denn immer noch? Ich dachte jetzt, da ist was Neues drin. Ja, jetzt muss ich überlegen. Wir müssen die Sachen machen und wir müssen noch eine Maske. Hier. Ach so, genau. Wir sind hier drunter. Ach, das war 3 Uhr. Mein Gott, erschreckt mich doch nicht so. Ich dachte, da unten wäre jetzt irgend so ein Viech am Schreien oder so. Glad you're not too busy to stop by. Alter, sowas geht nicht. Das sind die alten Sachen. Looking Das brauchen wir forward to nicht our next nochmal. talk. Hier steht gerade keiner. Die sind alle am Schlafen. Okay. Ja gut, dann gehen wir mal ganz schnell. Ich dachte jetzt, das wäre die langsame Stufe, aber das ist die schnelle Stufe. Gehen wir mal ganz schnell nach Hause und gucken mal, ob wir diese Menüs da hinkriegen. Ich befürchte eher das nicht, weil Austern, wie gesagt, habe ich keine. Die habe ich ja gerade erst verkauft. Nach der letzten Folge und vor dieser Folge. Also, ja, ist mal wieder, hätte ich das im Voraus gewusst, ne? Aber nein. Und das müssen auch noch Sterne-Austern sein, wenn ich das richtig verstehe, weil es ist ja, das sind Sternrezepte. So, die Frage ist jetzt, wo müssen wir das machen? Können wir das hier am Lagerfeuer machen? Anscheinend nicht. Es sei denn, das ist jetzt die gegrillte Auster. Aber die kenne ich ja eigentlich schon die ganze Zeit. Da müsste ich aber dreimal Sternefleisch machen. Kocheraustern. Also grillen gar nicht. Wir müssen kochen. Moment. Das ist der Herd. Damit, ja, doch, für die ist das Kochen. Koche Mujin Bahari. Austern und Mujin Bahari. Habe ich hier gar nicht drin. Da fängt ja schon alles gut an. Koche Petit Fif. Das habe ich auch nicht hier drin. Definitiv nicht. Aber weil da halt Kochen steht, gehe ich davon aus, dass ich das hier machen muss. Wir hätten jetzt noch einen Ofen. Hier können wir nur die Macaroni vorbereiten. Damit können wir nur backen. Moment, Moment. Mujin Bahari. Wie soll ich das denn in Sternequalität machen? Alter, willst du mich. Was brauchen die da alles? Ach so, nee. Oder? Moment. Doch, erforderliche. Ey, wollt ihr mich veräppeln? Das sind alles die erforderlichen Zutaten. Wollt ihr mich veräppeln? Vor allen Dingen Mujin-Fleisch. Ach so, das Mujin-Fleisch, das muss wahrscheinlich dann auf Stern sein. Nehme ich an. Scharfer Pfeffer kann sein, dass wir den noch kaufen können. Zwiebel, okay, die können wir noch besorgen. Das ist nicht das Problem. Aber ich habe halt nicht alles davon. Mujin Bahari. Und hier, also steht Koche Mujin Bahari, aber ich gehe mal stark davon aus, dass das, na, dass man das hier backen soll. Die Frage ist jetzt nur tatsächlich, weil das hier mit Sternchen steht, ob ich die wirklich alle mit Sternchen machen muss. Ich gehe mal leider sehr stark davon aus. Da braucht er. Ach, die habe ich total vergessen. Dorngänseblümchen. Moment. Ach, nein, ich habe den Lotus jetzt zuletzt noch benutzt. Oh, ich bin so doof. Ah, ich bin so doof. Ich habe den zuletzt komplett aufgebraucht für Geld. Also für dieses Angelrezept. Oh. Also hier, gut, das schieben wir mal ein bisschen auf, würde ich sagen. Weil das sind Rezepte, die ich nicht kenne. Also bis auf das letzte. Nee, das hier, das habe ich anscheinend drin. Koche Austern könnte vielleicht auch das sein, was wir am Lagerfeuer machen können. Aber ich habe keine Ahnung, was Petit Five ist. Ich weiß es nicht. Und solange wir das Rezept nirgendwo finden, bringt mir das natürlich auch nichts.
Dann würde ich sagen, schaue ich jetzt noch mal... Ach, das war eine Kerze. Ich dachte gerade schon. Schaue ich jetzt noch mal, ob ich irgendwo noch eine Maske finde. Vielleicht muss ich hier tatsächlich... Ich versuche mal noch... Ah, nee, ich kann hier gar nicht umgraben. Hier ist ja noch alles okay. Das ist natürlich doof. Ich glaube auch nicht, dass die Quest jetzt... Die starten schon mal damit, dass man umgraben muss. Aber die machen meistens nicht damit weiter. Ich denke mal, dass wir das irgendwo... irgendwo unterwegs finden werden in der Welt. Ich werde auf jeden Fall meine Augen mal offen halten. Dann tun wir die Sachen da auch eben wieder rein. Passen die auch noch? Ja, die passen auch noch. So, ich werde mal ein bisschen in der Weltgeschichte rumlaufen und ich hoffe, dass ich dadurch dann vielleicht gleich mehr sagen kann, wo wir die Maske finden. Sifu, wo bist du? Ich möchte mit dir reden. Moment. Was ist das? Die Eidechsenmaske. Ja, und in diesem Moment bin ich wirklich froh darüber, dass ich immer mitlaufen lasse oder fast immer mitlaufen lasse, wenn ich irgendwo noch was mache zwischen den einzelnen Quests. Weil ich habe jetzt gerade herausgefunden, wo die Ring, die Echsenmaske ist. Und zwar sind wir hier, im Endeffekt vom Dorf aus, hier unten über die Brücke. Also bin ich nicht gegangen, aber könnt ihr runtergehen. Und hier an diesen, ja, ich sag mal Ruinen hier, da habe ich jetzt gerade die Eidechsenmaske gefunden. Sehr, sehr geil. Ich werde jetzt nochmal schnell mit Sifu reden. Ich würde mit ihr reden, wenn sie mich lassen würde. Ah, jetzt. Ja. Ja. Großschwert, das ist wieder das Gleiche, was sie sonst auch immer hat. So, dann werde ich mich jetzt aufmachen, mal eben ganz schnell zu Gina gehen. Wo ist die denn eigentlich? Die ist wieder nirgendwo zu finden. Dann gucke ich mal, ob ich mit ihr in den Ruinen sprechen kann. Ja, das ist ja richtig, richtig geil. Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Moment, jetzt muss ich erstmal... Da hinten sind die Ruinen, oder? Bin ich jetzt doof? Darüber kann ich aber auch gehen. Da komme ich dann auf dem Bauernhof hier an, genau. Oh, sehr, sehr geil. Ich hoffe, dass es das dann gewesen ist, weil ich glaube nicht, dass wir nochmal so ein Glück haben, dass wir da direkt bei der Person mit der, weil ich dachte so, okay, ich kann hier die Augen offen halten, zwischendurch dann nochmal mit den Leuten sprechen, die ein bisschen leveln. Hat auch soweit gut geklappt. Nur, was ich nicht wusste, dass es jetzt direkt bei einer Person ist, mit der ich sprechen konnte. Das war richtig cool jetzt. Hier ist diesmal keine Nachricht mehr. Naja gut, wir wissen ja, wer die immer klaut, ne, die Bären. Oder was heißt, eigentlich füttern wir den ja so gesehen. Können wir mit dir noch mal kurz reden? Können wir, sehr schön. Dann können wir dich auch noch mal ein bisschen leveln. Das ist ja immer nur minimal. So, ich habe eine weitere Maske gefunden. Sieht wie irgendein Reptil aus. Vielleicht der Drache? Und den Rest konnten sie wieder nicht übersetzen. Na super. Die Theorie der Masken... Also sie scheinen, sie findet immer noch, dass die Theorie, dass es religiöse Masken sind, wahrscheinlich richtig ist. Das war jetzt nicht viel, was sie mir jetzt gerade gesagt hat. Und jetzt konnten wir nur noch plaudern. Finde eine weitere Maske, willst du mich? Na gut, ich bin ja eh noch nicht fertig, mit den Leuten zu reden. Deswegen, ja, schaue ich mal weiter. Moment, hier sind auch so Ruinen. Ah! Haha! Ja, ich bin wieder da. Ich habe es, ja, ich denke mal reingeschnitten, dass ich den Rest dann rausgeschnitten habe. Ich denke, dass wir die tatsächlich immer, also falls es jetzt noch weitere gibt, immer an diesen Ruinen hier finden. Weil da ist nämlich wieder was zum Buddeln. Ja, perfekt. Und es ist eine Insektenmaske drin. Wobei mich das mit der Insektenmaske jetzt ein bisschen irritiert, weil das ist weder ein Drache noch ein Phönix. Und andere, ja, in Anführungszeichen göttliche Wesen habe ich jetzt hier noch nicht kennengelernt. Eine Insektenmaske,
Aber gut, wir gehen jetzt nochmal eben wieder zu Gina zurück und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Gina, ich habe eine weitere Maske für dich. Faszinierend. Ach nee, das ist das Normale. Hier ist noch eine Maske. Ein Insekt? Hm. Ich habe noch nie von einem Insektengott oder einem anderen derartigen Wesen gehört. Aber wer weiß schon, welche Gottheiten es zur Zeit der alten Menschen gab. Lass uns weitersuchen. Das könnte eine große Entdeckung sein, größer als wir beides uns vorstellen konnten. Ja, also noch eine weitere Maske suchen. Na gut. Also ich persönlich würde sagen, dass wir dann hier tatsächlich immer so diese Gegenden absuchen, wo diese, ja, ich sag mal, Ruinen drin sind. Und dann hoffe ich, dass ich da ein weiteres, eine weitere Stelle zum Buddeln finde. Falls ich was finde. Bis gleich. Sieht er nicht danach aus? Ich habe die nächste Stelle gefunden. Und zwar... Achso, ich habe euch das beim letzten Mal nicht gezeigt. Das andere war hier ungefähr, glaube ich. Das war hier in der Nähe von ihm. Ich meine hier ungefähr. Und jetzt sind wir hier oben. Ich bin gar nicht so weit gelaufen. Hier oben bei diesem Buschsymbol. Und da ist nochmal eine. Und zwar eine Kitsu-Maske. Wie so ein Fuchs ungefähr sieht das aus. Dann laufe ich jetzt nochmal zu Gina zurück, weil die dürfte ja noch hier oben stehen. Ich bin ja gerade erst von hier oben runtergelaufen. Weil ich dachte, okay, hier sind natürlich auch direkt wieder diese Ruinen. Gina! Das sieht wie ein Kitsu aus. Hm, interessant. Die Kitsu sollen in einer heiligen Beziehung zu Drachen stehen. Vielleicht gab es bei den Menschen eine ähnliche Legende über den Phönix? Good observations. Nein! Wir müssen noch eine Maske finden. Ah. Okay, ich werde nicht aufgeben. Ich werde jetzt alle Ruinenstücke, die wir hier haben, werde ich jetzt hier ablaufen. Anscheinend ist das ja auch hier auf der Karte immer wieder. Hoffe ich zumindest. Was ist? Achso, da steht einer. Ich dachte schon. Ja, wir sehen uns dann hoffentlich gleich wieder. Oh, wo kann das denn sein? Nein. Oh mein Gott. Eine Menschenmaske. Okay. Also, wir sind jetzt hier in den Ruinen, wo, wie soll ich das erklären, wo wir mit dem Gleiter mal rübergeflogen sind. Und, ja, hier hinter dem Drachen oder so war das, glaube ich, mussten wir hier rein. Ne, dem Phönix, genau, hinter dem Phönix mussten wir hier rein. Ich zeige euch den Weg jetzt nochmal, wie er rauskommt, falls ihr nicht mehr wisst, wo das war, weil das war relativ zu Beginn, dass wir hier waren. Und zwischendurch sind wir dann auch einmal reingegangen. Ich habe jetzt hier leider keine Karte, deswegen kann ich euch das jetzt nicht so genau zeigen. Hier müsst ihr durch die Tür. Und dann kommt ihr in diesen Stollen hier aus. Oder halt in dem Fall andersrum. Ich glaube, hier kann man jetzt schon gucken. Genau, da müsstet ihr hier unten bei Phoenix Falls rein. Ich habe jetzt... Ja, anderthalb Tage gebraucht. Ich weiß nicht, es war auf jeden Fall auch hell, als ich gestartet bin. Und jetzt haben wir schon einen Tag rum. Ich bin wie bekloppt hier überall rumgelaufen, habe aber nichts gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gehe ich jetzt mal hier die Ruinen dann auch mal ab. Hier unten habe ich nochmal geguckt, da habe ich nichts gefunden. Dann war ich jetzt hier nochmal drin. Als nächstes hätte ich sonst hier oben mal geguckt. Wobei ich mir nicht sicher war, ich glaube, hier oben ist es weitläufiger. Ich bin mir da jetzt aber nicht mal hundertprozentig sicher. Ja, auf jeden Fall haben wir es endlich gefunden. Und jetzt müssen wir zu Gina zurück. Da laufe ich jetzt mal ganz, ganz schnell hin. Falls ich die noch... Ah nee, ich brauche die ja gar nicht einzuholen. Es reicht ja im Endeffekt, wenn ich in diese Ruine reingehe. Weil da findet man sie halt immer. Also nachdem man das einmal freigeschaltet hat. Oh, ich wollte nicht ins Wasser springen. Hallöchen, guten Tag.
Und ja. Boah. Also, das ist so lange dauert, die letzte Maske zu finden. Ich meine, beim ersten Mal haben wir ja richtig, richtig Glück gehabt. Eigentlich war ich ja nur unterwegs und wollte dann auch ein bisschen nebenbei gucken. Wollte dann mit Sifu, war es, glaube ich, sprechen. Und das, ja, war halt perfekt. Da habe ich es dann, glaube ich, gemerkt. Nee, beim zweiten Mal habe ich es, glaube ich, erst gemerkt, dass die dann anscheinend immer bei diesen Ruinen sind. Und das zweite Mal war ja unten bei dem Roboter da, Einor. Ja, und jetzt war es in dem Tempel drin. So, Gina. You're back. I was afraid you wouldn't be. Waren Fische auch heilig? Wieso Fische? Nein, nicht, dass ich wüsste. Entweder gab es bei den Menschen Götter, von denen wir nichts wissen, oder es gab vielleicht einige Menschen, die den Phönix leugneten und Tiergeister anbeteten. Wir müssen unsere Forschung fortsetzen. Oh, ich hätte befürchtet, dass sie das sagt. Finde heraus, welche Bedeutung die Masken haben. Vielleicht solltest du dich umsehen und die wahre Bedeutung hinter diesen Masken herausfinden. Also wenn ich nach sowas forschen würde, würde ich normalerweise in die Bibliothek gehen. Oder ins Internet schauen. Internet haben die da nicht. Bibliothek haben sie, aber hier steht ja, du sollst dich umsehen. Und umsehen heißt für mich, da ich ja hier zum Beispiel nichts machen kann. Obwohl, ich bin gerade was anderes am Überlegen. Haben die nicht hier so eine riesige, naja, riesig weiß ich nicht mehr, aber so eine Bibliothek in den Ruinen gehabt? Oder heißt das, ich soll mich generell in den... Also wir hatten doch Ruinen. Zwei Plätze. Einmal das, wo man rüberfliegen kann. Da waren auch Bücher und so. Da lag zwar nichts, aber das heißt ja nicht, dass jetzt nicht eventuell noch was da liegen könnte. Und wir hatten noch einen anderen Platz zufälligerweise gefunden. Der war irgendwie woanders. Wir gehen erstmal kurz in die Ruinen, wo wir gerade waren. Ich schneide den Weg dahin mal kurz raus. Dann sehen wir uns direkt in den Ruinen wieder, wo wir jetzt gerade eben die Maske gefunden haben. So, wir sind jetzt hier auf den Treppen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Wir könnten geradeaus gehen und wir konnten rechts gehen. Was war denn hier rechts? Das war das, wo wir ganz am Anfang waren, glaube ich, ne? Mit der anderen Phönix-Statue. Hier ging es aber, meine ich, auch nicht weiter. Nee. Also hier ging es nicht weiter. Hier wären noch Sachen, aber die helfen uns auch nicht weiter. Achso, das sind nur leuchtende Pilze. Dann schauen wir mal auf der Seite, wo wir eben waren, wo wir rüber springen können. Bin ich jetzt mal gespannt, ob man da irgendetwas... Weil sie sagt halt so, du sollst dich... Oder da steht halt, du sollst dich umsehen. Und daraus schlussfolgere ich jetzt persönlich, dass wir wahrscheinlich das nirgendwo... Achso, das ist eine Blume, die da durchkommt. Wahrscheinlich nirgendwo finden werden, wie jetzt zum Beispiel in der Bibliothek. Ja gut, dann hätte sie das Wissen wahrscheinlich auch vorher schon gehabt, muss ich dazu sagen, weil sie liest ja auch sehr viel. Wo sind wir denn damals hier rübergesprungen? Ich glaube, das war hier, ne? Oh, och, du sollst das doch nicht wieder reinmachen. Alter, hast du mich verarscht? Hier war eine Tür, die... Lesen? Da steht Lager. Die Tür bewegt sich nicht. Okay. Hier weiß ich, da waren... Unten auch Bücher und so. Ich bin mir jetzt... Also hier... Was ist das denn? Uralter Foliant. Ich sitze hier und warte. Den haben wir auf jeden Fall schon gelesen. Aber wieso schwebt der jetzt hier rum? Letztes Mal schwebte der doch nicht so, oder? Hier ist noch offen. Hier können wir untersuchen.
Tür ist nicht mehr funktionsfähig. Ich weiß ja auch nicht mehr genau, wie das jetzt war. Hier konnte man durch. Das ist aber nicht das, was ich meine. Es gab was, das sah anders aus. Symbol, das mir bekannt vorkam. Okay, hier ging es anscheinend nicht weiter. Dann laufe ich jetzt hier noch, oder? Ne, hier kommen wir auch nicht rum, ne? Oh, Moment. Oh, guck mal. Hier ist noch was. Oder wieder was. Ich weiß es nicht. Dann war das aber auch nicht hier. Ich meine nämlich auch, das wäre ein anderer Ort gewesen. Ich laufe jetzt hier nochmal komplett wieder den Weg zurück. Wenn ich denn irgendwie wieder darüber komme. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Ich meine, dass das irgendwie mit dem Geysir zu tun hatte. Nee, Moment. Oder war das, wenn man hier hochgeht? Da komme ich aber gar nicht da hoch. Ja, also ich verzweifle jetzt hier mal ein bisschen, wie ich denn hier wieder rauskomme. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich probiere es jetzt mal mit dem Geysir. Zumindest auf die andere Seite komme ich wieder. Okay, das nur als Tipp, wenn ihr dann auch wieder hier rausgehen wollt. Aber ihr braucht ja gar nicht hier hinzukommen, wenn ihr was sucht. Weil ich habe jetzt hier nichts gefunden. Wir treffen uns jetzt gleich am Ausgang wieder, beziehungsweise an der anderen Ruine, wo ich denke, wo ich hoffe, besser gesagt, dass da der Eingang ist zu dem Teil, den ich jetzt im Kopf hatte. Ich kann das jetzt schwer erklären, wie das da ausgesehen hat. Deswegen, wir sehen uns gleich. So, ich meine mich zu erinnern, dass wir hier auch rein konnten. Und zwar sind wir jetzt hier oben, wo Gina des Öfteren mal sitzt. Und ich meine, dass wir hier Ruinen betreten. Dass wir hier einen Eingang hatten, den ich, glaube ich, erst später entdeckt hatte. Genau, hier sind zum Beispiel doch auch viele Bücher. Aber hier ist nichts bei. Ich vermute mal, dass man das irgendwie, das Wissen aus dem Buch. The Kitsu and the Moon. Ja, doch, da erinnere ich mich noch dran. Das haben wir doch gelesen. War das jetzt eine Tür hier? Ah, da konnte man durchgehen. Okay. Uraltes Theaterplakat. Moment, das ist neu, oder? Star. Moment, Star als Kitsu. Roter Rabe. Als Ameise. Ah, jetzt steht er auch zurück zu Gina. Also ganz ehrlich, das Buch hatte ich nämlich nicht gelesen. Oder können wir jetzt hier neu rein? Nee, ne? Hier waren wir doch schon drin in dem Teil. Weil das hier kommt mir nämlich bekannt vor. Nur halt das Buch kommt mir nicht bekannt vor, was da jetzt war. Ja, und das ist Rainer und die Silberschuhe. Genau, das haben wir nämlich auch alles gelesen. Und ich hätte es definitiv gelesen, wenn man das da vorne hätte lesen können. Ja, sehr, sehr geil. Dann wisst ihr auf jeden Fall auch schon mal, wie ihr hier weiterkommt. Jetzt müssen wir nur noch bei Gina das Ganze abgeben. Ich cutte das jetzt mal ein bisschen raus. Wir sehen uns gleich bei Gina. Gina, ich habe die Antwort. Was ist denn? Ich muss dir etwas zu den Masken sagen. Und sie antwortet wieder nur auf Englisch. Ich habe mich wohl ein wenig dazu hinreißen lassen, allem, was ich so finde, eine tiefere Bedeutung beizumessen. Mein Vater hat immer gesagt, dass man ein Porträt falsch interpretieren könnte, wenn man so nah an der Leinwand steht, dass man nur die Pinselstriche sehe. Manchmal ist eine Maske vielleicht einfach nur eine Maske. Nicht der Schlüssel zu einem neuen Einblick in die Menschheit. Good observation. Ja, leider, leider in diesem Fall. Aber sehr, sehr geil, dass wir dieses Rätsel dann doch noch in der heutigen Folge lösen konnten. Ich denke mal,
wenn ich mir so die Aufnahme angucke, die ist jetzt sehr lang. Ich weiß aber nicht, was alles aufgenommen wurde, wo ich einfach nur umhergelaufen bin. Ich denke aber mal, grundsätzlich ist die Aufnahme, also die Folge dann etwas länger geworden, deswegen entschuldigt bitte. Ich werde versuchen, das Ganze so kurz wie möglich zu cutten, sodass ihr dann auch nicht die ganze Zeit mir zuschauen müsst, wenn ich so hin und her laufe und halt eben nichts finde. Oh, wir haben was bekommen, sehe ich übrigens gerade. Wir haben eine uralte Keramik bekommen, die ganz offensichtlich zugeklebt ist. Ich habe nämlich erst gedacht, es wäre eine Ritterrüstung. Gegenstand kann nicht verkauft werden. Ja, schade. Steht Anpassung drüber. Ich weiß nicht, ob das jetzt Optik sein soll. Ich habe keine Ahnung. Ich tue es mal einfach wie alles, wo ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll, bei mir in die Kiste rein zu Hause. Ja, damit sind wir dann auf jeden Fall für heute erstmal durch. Und ja, ich denke, in der nächsten Folge werden wir dann endlich mal zu der Quest kommen mit, wie heißt er nochmal, mit Hassian. Ich will nämlich jetzt wissen, ob das wirklich der Name war. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber es war irgendwas so wie Canasta oder sowas. Also irgendwas Gesellschaftliches, was eher den älteren Leuten zugeschrieben war, meine ich. Ich weiß aber nicht mehr genau, was es war. Obwohl, kann man das nicht sehen, wenn man... Ach, jetzt haben wir keine Karte. Schade, schade. Wir werden bis zur nächsten Folge warten müssen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.